es an den Menschen selbst, wie er für sich selbst, für seinen Körper sorgt. Nimmt er die Kraft Gottes in sich auf, bleibt er in der göttlichen Führung, dann hat er den Schutz. Kommt aber aus dieser Führung heraus, dann hat er ihn nicht, dann ist er ohne Führung. Zum Schluss will ich Ihnen noch einen kleinen irdischen Vergleich geben. Wenn die Straßenbahn nicht in den Schienen verbleibt, ist sie ohne Führung, ohne irdische Führung. Wenn der Bus, der drahtgebunden ist, von dieser Leitung abkommt, wo er die Kraft, die Energien erhält, dass er weiter vorwärts geführt wird, wenn er eine andere Straße fährt, wo er die Leitung, die oberste Leitung nicht hat, dann ist er ohne Kraft, ohne Energie. Bergauf kann er ohne Kraft nicht fahren. Wie geht es an der Fahrgestell auch nicht. Bergab immer. Aber wenn dieser Bus jetzt eine andere Straße einschlägt, wo dieser Kraftstrom, diese Energie nicht vorhanden sind und die Straße gerade bergab führt, wird der Wagen noch viel schneller rollen als da, wo dieser Strom ist. Denn da kann er ihn bremsen, da kann er ihn steuern, mehr oder weniger geben, gerade wie er braucht. Hier nicht. Da fährt er in den Abgrund und da selbst wird er zerschellen. Ohne diese Kraft kommt er diesen Berg nicht auf, da braucht er Hilfe. Und so ist es auch mit dem Menschen. Wenn der Mensch nicht da bleibt, wo er die Führung hat, wo er die Kraft empfängt, dann wird er kraftlos sein, dann wird er in die Tiefe abrutschen. Und dann muss er wieder dahin geführt werden, wo die Verbindung ist, wo er die Energien wieder in sich aufnehmen kann. Du bist mit Telefon, du bist mit allem. Aber du möchtest nicht weitergreifen, Freunde. Ich habe Ihnen genug gesagt. Ich bitte Sie, mich heute dann zu beurlauben, wie ich immer drum bete. Ich habe noch viel, viel mehr zu tun, aber die Zeit heute weit überschritten, wo ich nicht so lange bleiben wollte. Aber es ist nun mal so, wenn ich schon beginne, will ich das so ausführlich geben, dass Sie dann auch der spätere Zeit, bis unserem Wiedersehen, nicht leer ausgehen, dass Sie sich in dieser Zeit mit sich selbst beschäftigen.